Die Wildfahrt auf Zürich. Der Moment, wenn ihr auf Zürich geht und eure Eltern haben Angst, dass euch etwas passiert oder so. Kennt ihr das? Ciao, du Siech. Hey, tschüss zusammen. Die dummen Siechen denken doch ernsthaft, dass ich... Ich gehe ins 50er-Häuschen in Zürich. Und dann werden wir schon sehen, oder? Ich bin doch wirklich keine verdammte... Ajoa! Hä? So, oh. Guten Morgen. Was fällt dir einfach ein, mich zu verschrecken? Hä? Schwarz. Vor schwarzen Leuten habe ich keine Angst. Klein. Kleine Leute mache ich fertig. Behindert. Nein, behindert dich doch nicht. Ey, Bratte, hast du eigentlich nicht auf Zürich hängen oder so, hä? Doch, Mann, du sagst es. Schwarz Richtung Zürich. Du bist und bleibst ein Rassist. Ist dir schon überlegt, wo wir sitzen, Kollege Essig? Yo, Digga, das ist doch kein Problem. Ich meine, in diesem Waggon sitzen 3 Leute. 2 davon fahren auf Zürich. Rat mal, wo wir herhocken. Haben wir sicher nicht zu dieser alten Schachtel. Ich bewundere deine Denkensweise. Ey, sorry schnell. Geht's nicht da Richtung Zürich? Oh shit. Entweder kommst du von Zürich oder bist du von Zürich. Alle guten Mischler kommen von Zürich. Da gibt es einen Buben, aber wo gibt es noch bessere? Aargau! Hab bloß deine Fresse, Alter! Wenn ihr dumme Siechen mir nicht auf die Eier gehen, verreisen dir die Schinken! Ich würde machen, was der Fettsack sagt. Vielleicht frisst er euch ja. Okay. Zuerst immer betteln. Könnt ihr einen Schwarz, Peter? Ich bin auch schwarz. Dein Kollege gefällt mir. Das ist nur, weil er akzeptiert, was er ist. Und jetzt wollen wir eine Runde jassen. Du weißt, es geht noch lange bis auf Zürich. Anhocken. Oh, Migos, in UNO hätte ich ihn schon geschlissen, der Uhrensohn. Du, wieso hockst du nicht? Der Fettsack stinkt. So. Ich gehe mal. Ah, du verdammte Hure! Hallo zusammen, da ist der Shiny Winnie, euer Lokführer. Also, alle, die überleben wollen, sollen den letzten Waggon. Den koppel ich nämlich jetzt ab, weil ich wieder entgleise. Ciao zusammen. Ja, weisst, ich will dann besterben. Ja, dann liebe Grüße vom IS, oder? Nein, weisst, man verreckt doch allein. Boah, der krasse Sache. Ja, aber wir sollten gehen, er kommt nämlich. Er fistet uns aufs Gröbste. Ich reiß euch beide den Arsch auf. Rate mal, wer ein paar an die Schnur bekommt. Na, wir haben noch etwas übrig. Nimm die rechte Hand und schlag rein. Komm, wir lassen ihn raus, der fickt den Kondi zu Boden. Oh shit! Na, Junge, zu den alten Schachteln. Entschuldigung, alte Frau, haben Sie ein paar Gofen gesehen, die Seif gemacht haben? Etwa so groß? Nein, Bübli, habe ich ganz sicher nicht. Ja, so sicher, sind sie weh gewesen. Aber wenn die alte Frau doch sagt, es sind keine durchgelaufen. Ja, stimmt irgendwie. Brooklyn! Ey, Buben, ich arbeite im Fall im 50er-Häuschen. Oh, weh!